So, das letzte Mal haben wir versucht, unser Türmchen zu bauen. Hat nicht so ganz geklappt. Ich habe in der Zwischenzeit das Dach so ein bisschen. Na, werde ich euch auch gleich zeigen. Ich werde, was wir gleich machen, ganz zu Anfang. So, das letzte bisschen vom Turm. Ja, das passiert sehr oft, genau. Wir werden gleich gemeinsam das letzte bisschen vom Turm machen. Gerade so die Reling. Ich zeige euch gleich, was ich mit dem Dach gemacht habe. Ist ganz praktisch, dass es dunkel geworden ist. Ich habe hier unsere Brücke, die wir das letzte Mal auch noch gebaut haben, ein bisschen beleuchtet. Ne? So, das ist der Turm. Ich habe einen Banner aufgehängt. Ich habe die Brücke gebaut. Hier rüber. Ohohoho. Die Laternen sind hübsch. Ja. Hab ja auch ich dahin gesetzt. Okay. Okay. So. Ja, doch, Sound ist da, ne? Ist ein bisschen leise. Warum ist der Sound leise? Nun gut. Also, so sieht die Brücke aus. Das hier an der Seite würde ich gerne noch weiter runter machen, aber das funktioniert nicht so ganz. Jetzt zeige ich euch. Da bin ich jetzt einfach ganz frech. Ich fliege wieder. Ich zeige euch, was ich mit dem Dach gemacht habe. Die Gesamtlautstärke war vorher auch auf 20. Das war sonst kein Problem gewesen. So, ich habe das hier so ein lustiges Flachdach gemacht. Aus Glas. Mit diesen Säulen. Die haben eigentlich eine Textur, die gar nicht mal so schlecht aussieht, aber irgendwie, da seht ihr sie so ein bisschen. Irgendwie weigert sich Conan, die einzurendern. Keine Ahnung. Naja, sie sahen hübsch aus, als ich sie das erste Mal hingestellt habe, und dann ist das Gold verwischt. Weil die mies gecodet sind, ja. Man sieht die so ein bisschen. Aber naja, wir stellen es uns einfach vor. Es leuchtet ein bisschen golden, es sieht minimal edel aus. So, und ich habe hier überall diese Säulen hingestellt. Die gehen bis unten. Gucken, wo geht's hier runter? Hier. Die gehen hier bis unten hin.
der gleichen Ebene. Na, da steht unser Nashorn noch. So, wunderbar. Das habe ich hier so privat so ein bisschen gemacht beim Versuch, dieses Dach irgendwie hinzukriegen. Wo kommt die neue Gottheit hin? Du, ich habe keine Ahnung. Ich baue sie einfach nicht. Es gibt keine neue Gottheit. Punkt. Es gibt keine neue Gottheit. Punkt. Genau. So, was wir jetzt machen, bevor wir irgendwie was anderes machen. Ich habe das hier schon so ein bisschen angedeutet. Einmal rundrum. Ein bisschen angefangen habe ich schon. Und ich habe Treppen hingepackt. Ah, der Thrall ist weg. Wir hatten gestern Abend, als ich ein bisschen gefarmt habe, eine herrliche Szene. Aber es sieht so aus, als hätte er sein Zeugs mitgenommen. Wunderbar. Sieht viel besser aus als das Spitzdach. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein, aber das ist jetzt erstmal das. So, wir packen das da rein. Wir brauchen dieses, jenes, möglicherweise das hier. Das hier. So. Wir machen das jetzt einfach wie die letzten Male auch. Einmal rundrum und wenn wir das fertig haben. Ach da. Zack. Wenn wir das fertig haben, schauen wir mal, was wir machen. Ich hab. Könnte ein sehr großer Moment in dieser Staffel sein. Ich habe mir einen Sattel für das Pferd gebaut. Dieses Pferd, das seit Anfang an in dem Stall steht, der Vorgänger, der es nicht mal mehr aus dem Stall herausgeschafft hat, dank der Purge. Möglicherweise wird das heute ausgepackt und genutzt. Das wird ein Meilenstein. In dieser Staffel. Wenn das Pferd endlich genutzt wird. Habe ich die hier drüben alle? Nein, natürlich nicht. Sollte ich auch. So. Sieh mal einer an, da fehlt noch einer. Mensch, geht hier gar nicht. So, hier brauchen wir auch noch ein paar. Da fehlt noch einer. Wenn wir gerade hier sind, machen wir die Ecke. Zack. Zack. Den Sound doch noch ein bisschen lauter. War nie ein Problem und jetzt auf einmal meckert er. Er war schon immer auf 20% und heute will er nicht mehr. Zack, 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 zack. So. Ach, das untere haben wir eh schon mal gemacht. Als wir das Türmchen da gebaut haben. Lady, vielen lieben Dank für deinen Host. Dankeschön. So, einmal rum. Nein, das ist es nicht. Was ist denn da alles? So, das wird gigantisch, wenn wir das hier demnächst irgendwann fertig haben. Dieses riesen Mammutprojekt. Da machen wir ein bisschen was anderes.
zwischendrin mal, ne? Muss ja auch mal sein. Und dann irgendwann. So. Irgendwann kann man dann mal die Deko anfangen. So, hier oben noch. Und wenn wir das haben, sind wir vorerst durch. Hallo? Nein. So nicht. Dann sind wir vorerst durch. Vielleicht fällt mir dann noch was ein mit dem Dach. Keine Ahnung. Ah, was ist ein Baupart ohne Verbauen? Also, irgendwie. Zack. Zack. Ach, komm schon. So, wenn wir hiermit durch sind, hab ich mir gedacht, wir machen unseren Dungeon Run weiter. Man könnte. Ich lieber auch mal weiter. Nice. Man könnte, so rein theoretisch, in den Dschungel gehen und da in dieses versunkene Etwas reingehen. Ich habe keine Ahnung, wie es da drin aussieht. Das wird das erste Mal sein, dass ich durch diesen Dungeon durchrenne. Man könnte alternativ auch durch den Weinkeller rennen. Das ist eine Möglichkeit. Oder durch Clails Festung. Da ist, glaube ich, auch was drin. Könnte man machen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann noch mehr gibt. Ein Vulkan, der hat auch noch einen Dungeon. Aber ich glaube, den würde ich hinten anstellen. So, gucke mal. Da unten fehlt noch eines. Damit hätten wir das. Ach ja, nee, da hat sich keiner einbauen lassen. Dschungel ist gut, alles klar. Beachan hat entschieden, wir gehen in den Dschungel. So, oh, diese Tür habe ich hier noch eingebaut. Die fand ich irgendwie cool. So, damit wäre das fertig. Wir schauen uns den mal so ein bisschen aus der Ferne an. Oh, und ich habe eine Sandsteinmauer hingebaut, weil die Nachbarn nicht ganz so freundlich sind. Nimm Atemtränke mit. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich da Atemtränke brauche. Ja, das sieht doch jetzt annehmbar aus. Das sieht doch jetzt annehmbar aus. Cool. Dieses Clusterteil da vorne kommt dann irgendwann noch weg. Da habe ich ja nur geschaut, wie verschiedene Bauteile aussehen. Vielleicht baue ich privat diese Art von Türmchen. Möglicherweise in etwas kleiner nochmal irgendwie hier an der Ecke oder sowas. Dann ist das nicht dieser eine kleine Knubbel da, sondern ein bisschen mehr. Ja, das kann man so lassen.